Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie auch diese Woche mit dabei sind. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ein prominenter Gast zugesagt hat und uns Rede und Antwort steht, die ARD-Programmdirektorin Christine Strobel. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, ich danke, dass Sie gekommen sind. Wir wissen das wohl zu schätzen, auch wenn Sie natürlich in Heilbronn leben und eine besondere Beziehung zu Heilbronn haben. Aber heute geht es natürlich um die ARD-Themen, die wir hier im K24 besprechen werden. Wie in all den Wochen vorweg natürlich auch als Podcast anschließend abrufbar unter der eingeblendeten Adresse. Und Sie können natürlich auch immer wieder Fragen stellen und das haben viele Leser im Vorfeld getan. Also wir haben ein Bündel an Fragen erhalten, die können wir gar nicht alle stellen. Aber wenn Sie Fragen haben, gerne auch unter der eingeblendeten Adresse an uns schicken. Und wer dann immer auf dem Laufenden bleiben möchte, der kann sich in unseren Newsletter hineinklicken und anmelden. Da bekommen Sie auch dementsprechend alle Informationen, auch zu Ohne Ausrede. Ja, Christine Strobel war als Degeto-Geschäftsführerin jemand, der ordentlich aufgeräumt hat und ordentlich Erfolge eingeheimst hat. Beispielsweise mit Babylon Berlin, was sicherlich eines der wuchtigsten Projekte war, auch etwas ganz Neues, gemeinsam mit Sky. Ich habe schon die erste Leserfrage von Guido Rebstock und der fragt, was war denn der bewegendste Film, den Sie bei Degeto produziert haben? Oh, eine spannende Frage. Man hängt ja an fast jedem Film, auch wenn es bei der Degeto 160 pro Jahr sind, was eine ganze Menge ist. Ich kann die Frage so gar nicht beantworten, aber einer der bewegendsten Momente war tatsächlich, als wir die erste Premiere von Babylon Berlin hatten. Das war so einer der Momente, wo man das Gefühl hatte, jetzt geht was auf was man sehr lange hingearbeitet hat. Und als dann das Publikum, wir waren in einem Berliner Theater, Berliner Ensemble, eines der schönsten Theater, die es gibt. Und als dann da der Applaus auf vor allen Dingen der Kollegen aufbrandeten, als wir die ersten drei Folgen gezeigt haben, das war vielleicht so einer der emotionalsten Momente, wo ich dachte, ja, jetzt sind wir doch da, wo wir hin wollten. Ja, und Sie wollten ganz offensichtlich unbedingt an die Spitze der ARD als ARD-Programmdirektorin. Jetzt fragt man sich, was macht eigentlich so eine ARD-Programmdirektorin? Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Nein, ganz im Ernst. Wir sind ja, die ARD ist eine Arbeitsgemeinschaft, also Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands, so ist unser offizieller Titel. Wir sind also kein Konzern, wir sind 9 Landesrundfunkanstalten, hier kennt man den Südwestrundfunk. Und diese 9 Landesrundfunkanstalten haben sich aufgemacht, ein gemeinschaftliches Fernsehprogramm, ein nationales Fernsehprogramm zu veranstalten, das erste. Und seit ein paar Jahren auch die ARD Mediathek. Und für diese beiden Ausspielwege trage ich die Verantwortung. Und insofern bestimmt das natürlich in allererster Weise meine Arbeit, dass ich mit den vielen Verantwortlichen in den Häusern, mit den Redakteurinnen und Redakteuren, mit den Direktorinnen, mit den Intendantinnen und Intendanten eben versuche, das Programm anzubieten, das wir glauben, was für den Zuschauer richtig ist und dabei auch unseren Auftrag zu erfüllen. Da müssen Sie aber viele unter einen Hut bringen, also 9 Intendanten, eine Dirigentin der Vielstimmigkeit hat sie mal jemand genannt diesbezüglich. Jetzt haben Sie es angesprochen, das ist ja auch immer wieder ein wiederkehrender Vorwurf. Ist es noch zeitgemäß, die 9 Rundfunkanstalten, wenn man auch die Größe ansieht vom Saarländischen Rundfunk, von Radio Bremen, das wäre ja fast, wenn die Region Heilbronn-Franken auch eine eigene Landesrundfunkanstalt hätte von der Größe. Naja, ich glaube, gerade einer regionalen Tageszeitung ist ja bewusst, wie sehr die Verankerung vor Ort wichtig ist. Und das ist unsere DNA. Die ARD ist eben vor Ort und sie ist eben mit dem Studio Heilbronn vor Ort und kann deswegen über Dinge berichten, die hier in der Region eine Rolle spielen. Und insofern ist es nicht unsere Entscheidung gewesen. Das ist damals nach dem Krieg durch die Alliierten ja bewusst so angelegt gewesen. Sicher auch mit dem Gedanken, keinen einen starken Rundfunk zu haben, sondern einen verteilten. Aber ich finde, es ist eine große Stärke, die wir da haben, weil wir es eben schaffen, aus dem Ausland zu berichten, mit über 100 Korrespondentinnen und Korrespondenten, aber eben auch in der Region vor Ort zu sein und zu wissen, was die Menschen bewegt. Insofern glaube ich, ist es zeitgemäß. Wir könnten es aber auch gar nicht ändern. Es müsste, wenn, der Gesetzgeber. Aber ändern könnten Sie ja zum Beispiel, wenn man sieht, 11 Fernsehprogramme, 55 Hörfunkprogramme, 16 Orchester und 8 Chöre.
Man spricht ja immer davon, man muss einsparen, die Mittel sind knapp. Gibt es da nicht tatsächlich auch Sparpotenzial bei diesem reichhaltigen Angebot? Also die Frage, welche Fernsehkanäle oder Hörfunkprogramme wir veranstalten, ist nichts, was wir selber entscheiden können. Das geben uns Gesetze vor und Staatsverträge vor allen Dingen vor. Und insofern ist das etwas, was jetzt gerade, es wird ja gerade der Rundfunkstaatsvertrag diskutiert. Und insofern ist das auch etwas, was in der Diskussion ist. Wir würden gerne flexibler werden in der Frage. Also wir würden gerne tatsächlich aufgrund des sich verändernden Mediennutzungsverhaltens sagen, den einen oder anderen Kanal brauchen wir gar nicht mehr linear, sondern eher digital. Aber eins ist auch klar, wir brauchen heute sehr unterschiedliche Angebote, um Menschen in der Summe zu erreichen. Und wenn ich jetzt mal den Kinderkanal nehme, der dieses Jahr 25 wird, ist doch klar, dass Kinder ganz anderes Programm anschauen wollen als Erwachsene. Und so ist es im Hörfunk. Und insofern, wir sind da nicht ganz frei, wenn man uns die Flexibilität geben würde, was die Landesgesetzgeber entscheiden müssen, dann kann man sicher über das eine oder andere auch sprechen. Das ist eine interessante Anregung. Deswegen haben wir auch eine Leserfrage diesbezüglich von Stefan Hoheneder, der sagt, grundsätzlich hat die ARD sicher ihre Daseinsberechtigung und leistet einen wichtigen Beitrag. Das ist aus seiner Sicht unbestritten. Und auch die Mediathek lobt er. Zu dem Thema kommen wir nachher noch. Ein Anliegen sind nun die dritten Programme. Er sagt, die sind einfach fantasielos. Ich brauche bei über 10 Sendern nicht immer das nahezu identische Programm mit Wiederholungen. Wie wäre es denn eigentlich mit einem Sportkanal oder einem Musikkanal für junge Menschen oder einem Naturfilmkanal? Was sagen Sie denn zu solchen Ideen? Naja, also zum einen für die dritten Programme bin ich jetzt nun gerade nicht zuständig, aber was wir schon machen ist, dass wir darüber nachdenken, wie wir auf YouTube oder ähnliches genau einen Dokumentationskanal anbieten oder auch in der Mediathek das Angebot so zu kuratieren, dass wir im Grunde diesem Gedanken nahe kommen, den der Leser da hat. Wir haben, wenn man gerade die Mediathek nimmt, wirklich eins der besten Angebote, die man, glaube ich, in dem Bereich finden kann, ist ARD Klassik. Also wenn jemand sich für Konzerte interessiert, für klassische Musik, für Aufführungen, dann kann ich nur empfehlen, in der Mediathek nach ARD Klassik zu schauen, weil sie dort sehen, was die unglaubliche Vielfalt dessen ist, was wir jeden Tag tun. Wir haben dort die Möglichkeit, wirklich die besten Konzerte, die in der Welt aufgezeichnet worden sind, auch zu sehen. Wir sind jetzt mit Arte auch gemeinsam in der Mediathek unterwegs und wenn Sie auf sowas Lust haben, dann haben wir es dort für Sie gebündelt und insofern ist das etwas, dem wir schon auch nahe kommen. Und das wird nicht das Letzte sein. Wir werden Themenfelder zu Dokumentationen, zu auch Wissenschaft machen. Wir haben ein neues Wissenschaftsportal und so weiter und so fort. Also da hat er schon den richtigen Riecher. Muss er in die Mediathek reinschauen. Sie sind ja unterwegs mit fast schon in Raketentechnik-Tempos, schreibt zumindest der Tagesspiegel, weil Sie in Sachen Programmreform ordentlich loslegen. Und das Erste hat man ja jetzt schon gesehen. Mit dem Bericht aus Berlin am Sonntag, schon um 18 Uhr, der Weltspiegel folgt und die Sportschau wurde nach hinten verlegt. Wie sind die ersten Erfahrungen? Da gab es ja ein richtiges Tauziehen drumherum und da mussten Sie sich ordentlich auch Kritik anhören am Anfang, weil viele Befürchtungen hatten, dass Sie diese Weltspiegelbeiträge nicht so sehr schätzen würden, wie es wahrscheinlich die Korrespondenten selbst tun. Naja, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es ist eine der größten Stärken, die wir haben, ist unsere Verankerung auch in der Welt. Wir haben eins der besten Korrespondentennetze. Um was es bei der Reform ja geht, ist, dass wir die Mediathek in den Blick nehmen. Wir brauchen die Themen aus der Welt nicht nur in der klassischen Magazinform, wie der Weltspiegel sie anbietet, sondern wir brauchen sie, wenn wir ein Angebot in der Mediathek machen wollen, auch und ganz sicher als Dokumentation. Und in dem Ringen um vermeintliche Sendeplätze ging es eigentlich mehr um die Frage, wie können wir die Korrespondentinnen und Korrespondenten, die ja in der Welt viel zu tun haben, in die Lage versetzen, auch diese Dokumentation zu machen und sie auch auf einem dann für die Mediathek zu nutzen, aber zum Beispiel auch am Montagabend. Das ist mir ein sehr wichtiger Platz, wo wir künftig nach den Tagesthemen Leute, die sich informieren wollen, dann auch die Möglichkeit geben wollen, vertieft etwas
aus der Welt sich anzuschauen. Und ich glaube, dass das mit der Reform gelingen wird. Wir haben jetzt angefangen dieses Jahr und es war eigentlich wunderbar zu beobachten, wie die Synergie, die wir uns erhofft haben, aus Bericht aus Berlin und Weltspiegel. Wir fangen kurz vor 6 mit der Tagesschau an, unserem wichtigsten Informationsprogramm, gehen dann über, vertiefen die Themen aus dem Inland, im Bericht aus Berlin, die die Woche geprägt haben, die die Menschen bewegt haben, politisch, innenpolitisch. Und dann haben wir uns die Bälle zugeworfen, zum Beispiel bei der Impfpflicht ist dann an Andreas Zichowitz übergeben worden vom Weltspiegel, der wiederum uns erzählt hat, wie in Dänemark das mit der Impfpflicht abläuft und mit dem Impfstatus. Und das ist das, was ich mir davon erhoffe. Wir haben geballte 75 Minuten Information aus In- und Ausland und ich bin sehr zufrieden und insofern glaube ich, dass das ein guter Weg ist. Politische Magazine spielen natürlich eine Rolle und auch die politischen Inhalte. Und Frank Platzner aus Hohenlohe hat uns eine Frage geschickt. Er sagt, er findet es nicht in Ordnung, dass das laufende Programm im Ersten unterbrochen wird, wenn eine PK kurzfristig angesetzt wird und es um Corona geht. Diese Pressekonferenz könnte man doch auch bei Tagesschau 24, Phoenix oder anderweitig zeigen. Wenn ich nach Hause komme, schreibt er, möchte ich entspannen und solch großartige Sendungen wie Wer weiß denn sowas sehen und nicht die Politik aus Berlin. Muss das unbedingt sein? Tatsächlich haben Sie ja Spartenkanäle, da könnten Sie das auch bringen. Absolut. Also das ist eine Frage, um die wir jedes Mal ringen, weil das Bedürfnis auch nach Verlässlichkeit im Fernsehen ist eines, was ich sehr ernst nehme. Also ich verstehe den Mann gut, auch dass er um bestimmte Uhrzeiten einfach sich darauf einlässt und weiß, was da kommt und was er geboten bekommt. Das ist ein hohes Gut. Trotzdem gibt es natürlich gerade in der Pandemie, wir haben letztes Jahr über 30 Sondersendungen dazu gemacht, auch das Bedürfnis, sich aktuell zu informieren. Und es gibt genauso umgekehrt die Kritik, wenn wir mal nicht unterbrechen, dann schreiben ungefähr genauso viele Zuschauerinnen und Zuschauer und sagen, wenn man schon ein Live-Fernsehen hat, dann muss man auch, wenn ein weltbewegendes Ereignis ist oder eines, was die Nation bewegt, muss man auch live vor Ort sein. Wir hatten gerade in dieser Woche den Amoklauf in Heidelberg und ich glaube, es war richtig gleich in der Tagesschau, da kam zufällig dann eine gleich auch drauf einzugehen. Wir arbeiten auch mit einem Crawl unter dem Bild, wenn wir noch nicht in der Lage sind, gleich zu senden. Aber so ist es eben. Die Bedürfnisse von Menschen sind unterschiedlich. Wir gehen da sehr sorgsam mit um und ich nehme das auch ernst, was der... Das waren jetzt die ersten Punkte in der Programmreform, die Sie noch vor sich haben. Sie wollen noch ein paar andere Dinge verändern. Ich glaube, Maischberger soll dann zweimal die Woche kommen und mehr Comedy am Freitag noch mit rein. Wird zu wenig gelacht im Ersten? Ach, gute Frage. es ist jedenfalls, der Gedanke dahinter ist schon, dass wir bei dem Thema Comedy auch noch mal mit investigativen Themen und politischen Themen anders umgehen wollen. Ich finde, Caroline Kebekus oder auch Extra 3 oder nur zeigen ja, dass es weit mehr als nur ein einfaches Lachen über Dinge ist, sondern es geht ja eigentlich darum, wie mache ich auf Sachen aufmerksam. Und das ist eine Chance, eben gerade jüngere Leute auch zu erreichen damit. Und gerade wenn ich mir anschaue, zu welchen Themen die drei genannten Comedy-Formate, mit welchen Themen die punkten, dann sind es alles hochpolitische und gesellschaftliche Themen. Und insofern ist es für mich eine andere Annäherung nochmal, eine andere Form, wie man sich auch diesen Themen widmen kann. Und ich finde es schön, wenn man darüber auch lachen kann. Sind es auch ein bisschen Attacken auf Lanz einerseits und auf die Heute-Show andererseits? Nein, also Sandra Maischberger ist jemand, der mit seiner Sendung wirklich sich toll entwickelt hat. Ich schätze das sehr. Ich schätze ihre Fähigkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich finde, das macht sie meisterhaft, wie eigentlich fast niemand sonst, gerade in dem Einzelgespräch. Das wollen wir stärken, dem wollen wir mehr Platz geben, also weniger alle reden durcheinander und als mehr Argumente, Themen, Menschen zu Wort kommen zu lassen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir sie zweimal kriegen können, dann wollen wir das tun.
Und natürlich ist der Talk am Abend eine Form, wo wir auch wissen, dass Menschen Lust drauf haben. Das hat schon was damit zu tun, dass wir uns auch nach den Bedürfnissen der Zuschauerinnen und Zuschauer richten. Aber ich bin der Meinung, dass wir mit dem ZDF uns abstimmen müssen, komplementär sein müssen und möglichst nicht gegeneinander das Gleiche senden. Man hat ein bisschen den Eindruck bei all den Entwicklungen, dass die Mediathek immer mehr in den Fokus rückt. Wichtiger ist auch wie das lineare Fernsehen. Ist die Zeit vom großen Lagerfeuer-Fernseherlebnis beendet? Gibt es das eigentlich überhaupt noch? Man sieht man mal vom Tatort oder Fußball-Länderspielen ab. Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube sogar, dass das Fernsehen noch auf ganz lange Sicht gerade diesen Lagerfeuer-Charakter entfalten kann. Wir haben eine ansteigende Nutzung, also das heißt, die Sehdauer zum Beispiel ist erneut 2021 angestiegen, aber wir haben eine komplett sich verändernde Nutzen, ganz automatisch und ganz intensiv, und das kann man in den Entwicklungen sehr deutlich sehen, eben die Angebote, wann sie wollen und wo sie wollen. Das nennen wir On Demand. Sie sind gewöhnt, auch mit Streamingdiensten umzugehen. Und deswegen müssen wir, weil wir ja den Auftrag haben, Programm für alle zu machen, dort auch sein. Und das ist die große Herausforderung. Also das klassische Fernsehen in seiner Bedeutung nicht zu verlieren. Und wir sind in einer Nutzungshöhe, die wirklich beachtlich ist, sehr beachtlich. Wir haben weit über 80% nutzen täglich ein Programm von uns, von der ARD-Familie. Also man kann überhaupt nicht davon sprechen, dass unsere Angebote nicht genutzt werden. Aber wir müssen im Blick haben, dass jüngere Menschen anders konsumieren, und darauf müssen wir uns ausrichten. Und da können wir nicht genau das Gleiche machen wie im klassischen Fernsehen, sondern brauchen andere Programme, und da sind wir gerade dran. Also dann kommen wir mal zu den älteren Menschen, zu der Zielgruppe, der ich dann sozusagen gehöre. 50 plus. Wenn man sich das mal genau anschaut, ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht, so als TV-Junkie. Da gibt es diese Serie, Der Doktor und das liebe Vieh. Mhm. Eine wunderbare Serie, finde ich. Die lief in Sky und die lief jetzt zum ersten Mal im WDR, im dritten Programm. Da hat man sich dann die Frage gestellt, von 0 Uhr bis morgens 5 Uhr kann ja nicht ernsthaft jemand denken, dass man da 5 Folgen hintereinander anschaut. Wird es dann speziell eben nur so gemacht, dass man sagt, okay, es kann irgendwann mal im Fernsehen drin sein, Hauptsache man hat es für die Mediathek. Weil Gleiches habe ich jetzt in unserem dritten gestern mitbekommen, Thin Ice, also Dünnes Eis, diese skandinavische Thriller-Serie, die in Südwest 3 kam, wirklich klasse, aber auch läuft irgendwie nach Mitternacht 4 Stunden lang, und da wird ja kaum jemand den Wecker stellen und sich so eine Sendung angucken oder so eine Serie angucken, oder? Ja, das haben Sie richtig beobachtet. Wir wissen, dass wir mit bestimmten Angeboten kommen wir sozusagen bei den Menschen, die klassisches Fernsehen anschauen, nicht so richtig. Also die würden das dort nicht suchen. Und insofern sind das wirklich Angebote für die Mediathek. Die haben wir, die angesprochenen Dinge sind in der Tat für die Mediathek. Da wir eine Verbindung noch haben, also das heißt, wir können gar nicht online-only machen, das ist uns nicht erlaubt im Moment. Muss es vorher irgendwo im Fernsehen versteckt werden, in normalen linearen? Im Moment noch, das verändert sich gerade oder ist sich am Verändern, aber das ist der Hintergrund, dass wir nur in ganz speziellen Ausnahmesituationen etwas nur in der Mediathek machen würde. Und dann in der Tat sendet man Dinge eben dann, wenn sowieso wenig Menschen zuschauen, damit diese Pflicht erledigt ist. Schau, richtig beobachtet. Was dazugelernt, wunderbar. Nichtsdestotrotz, schöne Serien, die beiden. Wir haben jetzt gerade live eine Frage über YouTube reinbekommen. Wann wird der öffentliche Rundfunk zu einem Bezahlfernsehen, beispielsweise so wie Sky, umgewandelt? Die Gebühren fallen dann dementsprechend weg. Eine wunderbare Frage, auf die Sie wahrscheinlich prompt eine Antwort haben. Ja, ich glaube, dass das nicht passieren wird, absehbar. Wir sind ja gerade erst wieder, hat das Bundesverfassungsgericht klar bestätigt, dass es ein hohes Gut ist, unabhängig finanziert zu sein. Ich will das vielleicht auch noch mal ein bisschen einordnen, gerade wenn man in andere Länder schaut. Wenn Sie die USA sehen, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk keine Rolle spielt, dort sind gigantische Milliardenkonzerne, die
auch die Nachrichten, die Meinungen bestimmen, die Gesellschaft prägen. Und ich bin sehr sicher, dass das ein Zustand ist, den wir hier in Deutschland nicht erreichen wollen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Bestandteil tatsächlich auch unserer Gesellschaft, der Demokratie, dass wir einen unabhängig von uns allen finanzierten Rundfunk haben, der seiner Aufgabe nachkommt, kritisch Dinge beleuchten kann, aufdecken kann und keine Sorge haben muss, dass er von staatlicher Seite oder wirtschaftlicher Seite dafür auf den Deckel bekommt. Das ist ein hohes Gut und das sollte man nicht verspielen. Und insofern bin ich dankbar, dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Sinne seine Rechtsprechung erneut bestätigt hat. Ich habe jetzt hier noch eine interessante Frage von Herrn Simonis aus Happenbach. Er sagt, ich bin mir bewusst, dass Quote im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht ganz bedeutungslos sein kann. Dennoch, wie kann es denn sein, dass in Zeiten von Erosion und Empathie und der Solidarität in der Gesellschaft Programme, die dem Bildungsauftrag nachkommen, entweder im Nachtprogramm oder bei Arte oder Dreisat laufen? Also muss man um 20.15 Uhr, andersherum gefragt, eben den Kroatien-Krimi bringen, damit da entsprechend Zuschauerzahlen generiert werden und kann dann halt nicht das senden, das der Herr angesprochen hat. Ich teile diese Auffassung gar nicht. Also ich glaube, wir senden sehr wohl. Also gerade der Montag, den nehmen wir jetzt wirklich stark in den Blick. Wir haben am nächsten Montag eine Dokumentation von Felix Neureuther um 20.15 Uhr über Olympia. Brauchen wir Olympia noch? Das ist jetzt, wo er sehr als Sportler wirklich sehr empathisch schildert, wie viel ihm Olympia wert ist, aber eben auch sagt, diese Auswüchse, die wir haben in ökologischer Hinsicht, in finanzieller Hinsicht, ist etwas, womit er nicht mehr Komfort einhergehen kann. Und deswegen haben wir diese Dokumentation bewusst um 20.15 Uhr in diese sogenannte Primetime gesetzt. Und werden hinterher eine Gesprächssendung bei Hart aber fair zu dem Thema haben. Und ich glaube, dass man damit auch Relevanz erzielen kann. Und das ist dann so etwas Ähnliches wie Akzeptanz, weil man Gesprächsthema ist. Wir hatten jetzt am Montag, wie Gott uns schuf, diese große Dokumentation, wo sich Menschen aus der katholischen Kirche geoutet haben. Auch so etwas ist aus meiner Sicht im besten Sinne Bildung. Und insofern teile ich diese Einschätzung nicht. Richtig ist aber, dass man, wenn viele Menschen Fernsehen schauen, also wenn man weiß, das ist im Radio, es ist die Zeit morgens und im Fernsehen ist es die Zeit abends, sollte man auch ein Angebot machen, das sich an viele richtet. Auch das, glaube ich, ist Aufgabe, wenn man von allen finanziert wird. Wenn wir gerade bei der Mediathek nochmal zurückkommen können, Ulrich Wagner fragt, welchen CO2-Fußabdruck erzeugen denn die aufgebauten riesigen Mediatheken? Ja, gerade in den Klimadebatten auch eine Frage, die gestellt wird. Ja, das ist natürlich ist eine berechtigte Frage. Das Thema Streaming und Energieverbrauch ist eines, mit dem wir uns beschäftigen werden müssen. Ich habe als manchmal auch schon bei den Fridays for Future Demonstrationen gedacht, hoffentlich haben alle ihre Handys aus. Nein, es ist ein Thema, dem man sich widmen muss, wenn Menschen mehr streamen, und dann wird es mehr Energieverbrauch geben. Wir haben uns insgesamt vorgenommen, uns dem Thema grünes Drehen, Ökologie, Fußabdruck anzunehmen und müssen sicher schauen, wie wir auch in dem Bereich den Energieverbrauch. Ich habe mal ein bisschen in die Vorschau der Medientheken reingeblättert und da gibt es ja einige neue Formate, die jetzt demnächst anstehen. Generation F, Zeit für Sportlerinnen beispielsweise, ist so eine Serie, die Sie da starten. Worum geht es da? Also ich würde sagen, insgesamt haben wir stark das Thema Dokumentation in den Blick und Dokumentationsserien in den Blick genommen, weil das etwas ist, was wir eben vielleicht noch nicht so sehr in der Mediathek anbieten konnten. Da ist die Sie genannt haben, ein wichtiger Baustein. Natürlich auch unter dem Aspekt Diversität. Wir wollten auch Sportlerinnen jetzt mal bewusst in den Mittelpunkt stellen. Es gibt eine Reihe von Dokumentationsserien jetzt, gerade im Februar, jede Menge im Angebot. Und es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen und auch mal durchzustöbern, was es alles gibt. Das ist etwas, was man vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hat, dass wir das in dieser Häufung auch und in dieser Klasse auch anbieten können.
Da passt vielleicht in das Bild auch rein, wenn ich drauf schaue, They Call Us Ausländer-Team. Ein ganz, auch eine Doku-Serie, geht es auch um Ausländerfeindlichkeit, um Fremdsein, um eine Mannschaft in Sachsen-Anhalt. Wirft man ziemlich viel in einen Topf, ausgerechnet in Sachsen-Anhalt, wo wir ja gerade von der CDU gehört haben, sie wollen die ARD am liebsten abschaffen. Also ein spannendes Experiment auch. Ja, würde ich schon sagen. Es ist sehr berührend, weil der Sport ja etwas ist, was eigentlich verbindet. Und wenn man dann sieht, wie da eine Mannschaft überwiegend aus Menschen mit Migrationshintergrund angefeindet wird und im Alltag zurechtkommen muss und trotzdem eben nicht aufgibt, das finde ich schon, ist schon eines der Highlights, die wir im Februar anbieten können. Sie haben auf jeden Fall treue Zuschauer. Da haben wir nämlich jetzt Ingeborg Schäffner und die sagt ein riesengroßes Lob für die Sportberichterstattung der alpinen Wettbewerbe, wenn wir es gerade von Felix Neureuther hatten. Mhm. Schreibt sie an Felix Neureuther und Bernd Schmelzer, können Sie gerne weitergeben. Und auch Markus Ofmer findet sie super. Also da ist jemand voll auf den Sport fixiert. Sie haben Olympia angesprochen. Helene Fischer singt, glaube ich, euren Olympiasong. Ist das richtig, ja? Das ist so. Wir haben zur Olympia, also Helene Fischer oder nicht, aber wir haben zur Olympia, haben wir tatsächlich dieses Jahr auch durch die Mediathek das erste Mal wirklich die Chance, 500 Stunden abzubilden. 500 Stunden Programm. Sie können, wenn Sie Fan vom Curling sind, den kompletten Curling-Wettbewerb anschauen. Sie können, wenn Sie nicht... praktisch wie bei den Sommerspielen letztes Jahr. Absolut. Ja. Sie können, wenn Sie nicht zu der Zeit zu Hause sind, den kompletten Wettbewerb sich dann nochmal anschauen. Und das freut mich so, weil gerade wenn man hier im Schwäbischen ist, dann weiß man ja, Sportrechte sind nicht ganz günstig und Olympische Spiele sowieso. Und die jetzt so umfassend abbilden zu können und nicht eben nur Curling in 1,30 mal zwischenrein, ist einfach eine tolle Geschichte. Und da, finde ich, kriegt die Mediathek nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Aber China ist natürlich jetzt ein Problem für viele. Das haben wir natürlich oft schon thematisiert. Die ARD-Korrespondentin sagt, die Spiele sind eine reine Regierungsveranstaltung. Wie kritisch kann man über China berichten im Umfeld der Olympischen Spiele? Oder muss man auch berichten? Muss man. Also ich habe gerade die Dokumentation von Neureuther angesprochen. An dem Abend haben wir dann auch noch ein Stück über China und genau diese Frage. Also ich finde, es gehört beides zusammen. Ich möchte einerseits die Leidenschaft für den Sport, das Mitfiebern, auch das Würdigen der Leistung der Athleten. Also es ist ja, da arbeiten Menschen 4 Jahre lang darauf hin, genau an diesem Tag fit zu sein. Das hat es auch verdient, dass wir das mit einer großen Leidenschaft dann auch transportieren und auch diese Emotionen zeigen, die es im Sport gibt. Das gehört für mich unbedingt dazu. Und andererseits sind wir, das ist unsere Aufgabe, sind wir dazu verpflichtet, über China, über die Umweltzerstörung dort zu berichten, die vorgenommen worden sind. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Wir müssen über die Einschränkung der Meinungsvielfalt reden, die Einschränkung der Pressefreiheiten reden. Wir müssen sehr genau aufpassen. Das ist ein Thema, was uns sehr umtreibt, was vor Ort mit deutschen Sportlern passiert. Corona-Tests ist ein Riesenthema. All das werden wir abbilden, sehr umfangreich. Dafür steht nicht nur, aber auch immer Hajo Seppelt. Und wir haben ja da durchaus investigative Kolleginnen und Kollegen und werden das auch tun. Und Sie haben noch was ganz Investigatives auf den Weg gebracht. Ich war ja völlig überrascht. Es gibt eine Kochshow im Ersten. Wir haben ja so gut wie gar keine Kochshows im deutschen Fernsehen. Jetzt kriegt ihr auch noch eine. Naja, also erstens hat Corona gezeigt, dass gerade in den Familien unheimlich gekocht worden ist. Also ich habe immer meine Freude gehabt, wenn ich beim Lebensmitteleinkauf hier war, zu sehen, was da alles an neuen, also was man an neuen Rezepten ausprobiert hat und so weiter. Ich glaube nicht, dass es eine weitere Kochshow ist in dem klassischen Sinne. Die heißt Familienkochduell und es geht vor allen Dingen um die Frage, wie kann man mit einem überschaubaren Budget spielerisch trotzdem sich ordentlich ernähren und gut kochen. Also 2 Familien treten gegeneinander an. Wir haben immer aus einer Familie 4 Kandidatinnen und Kandidaten am Start. Da kommt natürlich auch viel über die Familie raus, ne? Also da sind oft 3 Generationen dabei und da geht es ganz schön zur Sache. Es müssen immer 2 kochen und die
haben für die ganze Woche 100 Euro zur Verfügung, ein Budget für 100 Euro und müssen damit immer jeden Tag eine Vor- und eine Hauptspeise kochen. Und ich bin da großer Fan von, weil ich so dran glaube, dass wir Menschen wieder mehr dazu bringen können, wenn wir ihnen spielerisch mitgeben. Man kann auch mit relativ wenig Mitteln was Spannendes kochen. Das ist ein Thema, was ich einfach wichtig finde. Und ich glaube, dass es auch mit Steffen Hensler eine schöne Bereicherung am Nachmittag wird. Und insofern freue ich mich darauf. Ende Februar geht's los. Man sieht ja, unpopuläre Entscheidungen scheuen sie nicht. Also das hatten wir ja schon erlebt, als sie die Ghetto-Chefin waren und dann Serien eingestellt haben, die über Jahre hinweg gelaufen sind. Stichwort Traumhotel. Gleiches geschieht jetzt bei der ARD. Und da gibt es sogar Petitionen, weil diese Verrückt nach mehr, die da an dieser Stelle lief, stellen sie ein. Und jetzt großer Aufschrei, Rote Rosen und Sturm der Liebe wollen sie auch demnächst kappen und für viele Tränen sorgen. Ja, also wollen kann man so nicht sagen, aber wir hatten ja vorhin auch den Leser, der über die Abschaffung des Beitrags gesprochen hat. Wir haben natürlich, das ist so, wir haben von 2009 bis letztes Jahr keine Beitragserhöhung gehabt. Die Kosten steigen und eine tägliche fiktionale Serie ist etwas, was viel Geld kostet. Und deswegen haben wir aller Voraussicht nach nur noch eine Finanzierung bis nächstes Jahr für diese beiden Serien und müssen dann schauen, wie wir das kostenmäßig, wenn wir es nicht hinbekommen, wie wir es programmmäßig, also wenn wir es kostenmäßig nicht hinbekommen, wie wir es programmmäßig dann verändern. Ich finde aber, ich konzentriere mich gar nicht so drauf, Dinge abzuschaffen, sondern das Schöne ist ja, was Neues an den Start zu bringen. Und das ist ja immer auch eine Chance. Und insofern ist das auch der leichtere Part, was Neues an den Start zu bringen. Da sind wir im Moment noch nicht so weit, dass wir drüber reden können, aber ich bin sicher, dass uns da was Gutes einfällt. Wir machen es heute auch mal so wie beim Fernsehen. Wir überziehen ein klein wenig unsere Sendezeit um einige Minuten, aber wir haben noch das eine oder andere zu besprechen, nämlich eine wichtige Leserfrage, die ich hier bekommen habe. Mich ärgern außerordentlich die vielen immer brutaleren Krimis, schreibt dieser Leser. Sie tragen massiv zur immer schlimmer werdenden Verrohung der Gesellschaft bei. Wo bleibt da die viel beschworene soziale Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Sender? Also ich glaube, wir haben die und wir achten natürlich den Jugendschutz. Ich sage immer, der beste Jugendschutz beginnt in der Redaktion, wenn der Redakteur selber der oberste Jugendschützer ist. Ich finde, Gewalt darf nie ein Selbstzweck sein, sondern es muss aus dramaturgischen Gründen sinnvoll sein. Und ich selber bin auch jemand, der immer zuckt, wenn wir zu viel Gewalt, also wenn ich das Gefühl habe, zeigen zu viel Gewalt. Und deswegen sind wir da sehr sorgsam und müssen ja auch in der Mediathek zum Beispiel, müssen sie eine Altersangabe machen. Wir zeigen bestimmte eher gewaltvolleren Filme auch nur um eine bestimmte Uhrzeit und wir versuchen damit sehr sorgsam umzugehen. Das müsste man sich jetzt konkret anschauen, was damit gemeint ist. Aber natürlich löst Angst aus, eine Emotion aus und das spielt natürlich im Bereich von Krimi und Crime auch eine große Rolle und gehört einfach auch dazu. Aber ich finde schon, da bin ich völlig einer Meinung, dass wir damit sorgsam umgehen müssen. Jetzt sind Sie ja mehr oder weniger die Erfinderin der Donnerstagskrimis aus verschiedenen europäischen Ländern, zum Teil auch aus Deutschland. Also mein Lieblingskrimi aus der Bretagne, der zum Glück noch nicht eingestellt wurde, auch wenn Sie da hoffentlich nichts Neues finden. Island, Kroatien, Bozen. Jetzt sind wir hier in diesem wunderbaren Heilbronn. Warum spielt eigentlich in Heilbronn keine Krimiserie? Gute Frage. Ich gebe das mal als Anregung an die Redaktion. Nein, ganz im Ernst, das Thema Donnerstagskrimi und Europa war mir schon auch wichtig. Also wir haben jetzt auch uns so ein bisschen in Richtung Osten bewegt. Das finde ich ganz schön, dass wir den Masuren-Krimi haben. Und ich finde auch Dupin in der Bretagne, das spiegelt eben auch die Vielfalt wider, die wir ja auch sehr schätzen. Aber dann auch sowas wie Nord bei Nordwest einfach mal oder Usedom einfach so zu zeigen, ist eine schöne Gelegenheit. Und da bietet der Krimi einen guten Ansatz. Und mal gucken, vielleicht wird es ja irgendwann auch Heilbronn. So ein Weinberg-Krimi oder sowas in der Richtung. Ja, wir haben natürlich vom Südwestrundfunk, haben wir schon, ja hier nicht weit entfernt. Ulrike Volkerts ermittelt ja im Tatort in Mannheim-Ludwigshafen.
Das ist ja für die Heilbronner nicht allzu weit. Wir haben den Stuttgarter Tatort mit Felix Klare und Richie Müller. Also Heilbronn ist ganz gut eingebettet in die Krimi-Landschaft. Gut, apropos gut eingebettet, Babylon Berlin, das haben wir am Anfang angesprochen, können wir dann auch zum Ende als Klammer nochmal nehmen. War wirklich ein sehr ehrgeiziges Projekt, geht ja weiter. Kann man da schon sagen, wie da die weiteren Planungen von Babylon Berlin sind? Ist ja auch ein riesiger Erfolg im Ausland, ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch sehr weit und sehr viel verkauft worden. Ja, also ich habe gerade gestern mit einem der Regisseure telefoniert, die sind gerade an Folge 7 und 8 im Schnitt. Also es ist gedreht worden in der kompletten Corona-Zeit. Ich habe da einen heilen Respekt vor der Leistung und die Kollegen, die am Dreh vor Ort waren, haben auch erzählt, es sei nur deswegen gegangen, die haben im Januar angefangen letzten Jahres, weil jeder wusste, was er tat. Also es müssen ganz gruselige Bedingungen gewesen sein, weil wir natürlich extrem aufwendig mit Komparserie und so drehen. Mhm. Aber es ist alles im Kasten und wie gesagt, Folge 7 und 8 im Schnitt. Und ich habe schon die ersten 4 Folgen gesehen und kann nur sagen, es wird, glaube ich, die beste Staffel ever. Das ist die vierte jetzt, ne? Das ist die vierte. Es ist ganz, also ist ja noch nicht fertig gemischt, was ich gesehen habe, aber allein was man an Tanzszenen, an Musik sieht, Charlotte, also man ist sofort wieder drin, das Babylon-Gefühl, Babylon-Berlin-Gefühl stellt sich sofort ein. Tolle Musik wird es geben, die ist noch im Entstehen. Also ich glaube, da können sich alle drauf freuen und sie haben recht. Das Schöne ist, dass uns damit gelungen ist, auch aus Deutschland heraus Programm deutsche Geschichte zu erzählen, mit deutschen Darstellern auf Deutsch gedreht und dann in der Welt erfolgreich zu sein. Und jetzt muss man nicht mehr, wenn man sich im Ausland vorstellen, auf Derek verweisen, sondern kann sagen, Babylon Berlin und die Menschen kennen es dann. Läuft dann aber auch wieder zuerst bei Sky? Ist genau, diese Kooperation und dann wann bei der ARD? Gibt es da schon ein Zeitfenster? Ja, also ich glaube nicht, dass wir es dieses Jahr noch zeigen werden, sondern nächstes Jahr. Muss man sehen. Wie gesagt, im Moment ist es noch voll im Entstehen. Dann habe ich eine ganz spannende Frage von Joachim Mannhardt bekommen. Wenn Frau Strobel ihr Büro in München hat, wie erreicht sie denn täglich ihren Arbeitsplatz, um ortsnah und gewissenhaft zu arbeiten? Sie sehen, die Leser, die machen sich Sorgen. Das ist nett. Vielen Dank, dass sich jemand um mich Sorgen macht. Naja, ich bin meistens schon mehrere Nächte auch in München. Also ich fahre überhaupt nicht täglich hin und her, sondern meistens Anfang der Woche hin und bin aber auch, das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen, nicht so viel, also nicht nur in München. Die ARD ist föderal, das heißt, meine Sitzungen sind in ganz Deutschland und ich bin schon auch sehr viel unterwegs und freue mich aber immer, wenn ich freitags nach Heilbronn komme. Homeoffice gibt es ja auch noch. Homeoffice gibt es auch und natürlich in Corona-Zeiten bin ich da auch deutlich mehr, aber ich gebe auch zu, mir fehlt mein Büro dann auch. So, jetzt sind wir fast bei 40 Minuten. Welche Frage haben Sie denn vermisst bis jetzt? Bei Ihnen vermisse ich nie Fragen. Werden alle gestellt und brav beantwortet. Ja. Ich habe die allerwichtigste Frage habe ich noch nicht gestellt. Das ist nämlich die Frage meiner Assistentin, die sie mir mit auf den Weg gegeben hat. Darf denn eine ARD-Programmdirektorin den Bergdoktor im Zweiten anschauen? Ja, darf sie, muss sie. Muss sie? Tut sie. Ich bin immer dafür. Also ich beschäftige mich sehr viel auch mit dem Programmangebot anderer, ist doch klar. Und der Bergdoktor, ich habe da einen großen Respekt vor dieser Leistung. Gebe aber zu, dass ich mich schon gefreut habe, dass wir die ersten Donnerstage gegen den Bergdoktor erfolgreicher waren. Aber gestern verloren. Gestern waren wir auf Augenhöhe. knapp dahinter. 6,5 Millionen zu 6,1. Ja, das sind tolle Ergebnisse und zeigt im Übrigen, was für eine Bindungswirkung die Öffentlich-Rechtlichen auch in der ganz klassischen Unterhaltung haben. Und was schauen Sie heute Abend an? Gar nichts. Heute Abend bin ich tatsächlich Fernsehfrei, ja. Aber schön, dass Sie sich nicht freigenommen haben, als wir Sie angefragt haben für unsere Sendung. Schön, dass Sie Zeit genommen haben. Herzlichen Dank dafür und alles Gute. Ich danke. Schön, dass Sie auch wieder live mit dabei waren und wie gesagt viele Fragen gestellt haben. Und ich bin sicher, das werden wir nächste Woche wieder erleben, denn dann ist Audi-Werkleiter Fred Schulze zu Gast. Und unter der eingeblendeten Adresse können Sie schon mal Ihre Fragen wieder an uns schicken. Und dann wollen wir natürlich wissen, wie es mit der Zukunft des Automobils aussieht und vor allen Dingen natürlich auch mit dem Werk in Neckarsulm. Das nächsten Freitag hier um 14 Uhr. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gut informiert und ein schönes Wochenende.